Du weißt, dass ich das nicht lustig finde. Du sollst dich nicht amüsieren, sondern beeilen. Es ist schon Mittag. Du hast Ciri versprochen, mit ihr zu üben. Geh, sonst langweilt Wesemir sie mit den Radierungen zu Tode. Na dann, bis später. Bis später. Ja, und damit hallo und herzlich willkommen zu Yennefer von Winkelberg. Nee, so heißt nicht das Spiel. So, das Spiel heißt Witcher 3. Und ja, ihr werdet euch fragen, ich muss mal ganz kurz den Ton hier ein bisschen leiser machen. Ihr werdet euch fragen, wieso schon wieder The Witcher? Das haben wir doch schon mal irgendwann mal gespielt. Und zwar vor einem knappen Jahr. Ich glaube, das kam letztes Jahr im November. Oder kam Fallout im November raus und das kam im März raus. Ich weiß es nicht mehr. Auf jeden Fall möchte ich es nochmal spielen. Und ihr seht, die Grafik ist ein bisschen anders. Denn ich spiele das Ganze in 4K. Ich möchte Nummer 1 kurz was verändern. Und zwar möchte ich V-Sync anmachen, weil ich eben festgestellt habe, dass das nicht so klappt, wie ich es mir vorstelle. Ihr seht hier 3840x2160, also höchste Einstellung, maximale Bilderanzeige. Ja, machen wir mal zurück. Ah, das sieht echt herrlich aus. Wenn man mal, man kann so einen direkten Vergleich machen. Das ist, wie gesagt, 4K. Wir machen mal nur HD-Grafik allgemein. Dann wäre das... Mal das. Das wäre HD. Und guckt euch mal den Unterschied an. Schaut euch mal den Unterschied an. Jetzt sieht es aus wie so ein Spiel von, also es sieht immer noch geil aus, aber es sieht aus wie ein Spiel von 1922 oder so, keine Ahnung, ja. Ja, aber wenn man dann einfach mal die Grafik mal ein bisschen hochdreht, ich habe echt hier gesessen und habe nur gestaunt. Da geht natürlich noch ein bisschen mehr über Mods. Ich habe aktuell keine Mod installiert. Das werde ich aber noch, so, Eingabe, okay. Und jetzt schaut euch mal den Unterschied an. Oh, Alter, das ist so krass. Ich werde noch die ein oder andere Mod noch reinpacken. Und... Du hast keinen Saft mehr. Ich weiß. Du könntest mir nach den Übungen noch welchen besorgen. Ja, genau. Ich mache das Ganze jetzt ohne Tutorial. Gold passt nicht zu meinem Teint. Das solltest du wissen. Ja, da hinten liegt der Schlüssel, den wir brauchen. Hi, Yennefer. Hast du auch Kleidung, die nicht schwarz-weiß ist? Mhm. Unterwäsche. Tja. Ich nehme das Ganze auch mit der neuen GeForce Xperia Programm auf. Oder mit dem neuen GeForce Xperia, nicht mit die. Das ist alles so ein bisschen neu für mich, weil ich keinerlei Oberfläche habe. Ich habe nur ein Overlay, das ich nur im Spiel aktivieren kann. Da liegt doch der Schlüssel hinter mir. Da liegt er.
dich auf die untere Etage springen kann. Es sieht einfach nur schick aus. Der alte Hexer schläft tief und fest. Natürlich verschwand Ciri irgendwohin. Guckt euch mal die Texturen an. Wie gesagt, es geht noch besser. Da gibt es eine HD-Mod, wenn man die draufpackt. Sie zieht die Praxis wohl der Theorie vor. Hm? Was? Zeit aufzustehen, Meister. Sind die Lektionen so langweilig, dass selbst du einschläfst? Verdammt, sie sollte Notizen zu Gule und Algule machen. Ich wollte die Augen etwas ausruhen. Diesen Schinken sollte sie durchackern? Kein Wunder, dass sie verduftet ist. Jan von Brugge ist reizlos, aber verlässlich. Nicht so wie dieser Quatsch, der heutzutage gedruckt wird. Sie trainiert mit den Pendeln, nicht? Wie oft muss ich ihr das noch sagen? Nicht alleine üben. Das bestärkt nur die Fehler. Bring unser Fräulein in den unteren Burghof. Sie will üben? Das kann sie haben. Sei nicht wütend auf sie. Wir haben sie verwöhnt. Ich muss zugeben, dass wir sie verwöhnt haben. Wir haben sie verwöhnt? Ich hab's schon immer gesagt. Ciri braucht eine harte Hand. Das hast du gesagt. Aber du hast dich genauso rumkommandieren lassen wie alle anderen. Gut, es ist wohl teilweise meine Schuld. Aber damit muss Schluss sein. Sofort. Man darf das Monster töten nicht auf die leichte Schulter nehmen. Ciri muss das begreifen, wenn sie eine von uns werden will. Wir sehen uns unten. Okay. Falsch. Ach, darum wolltest du unbedingt üben. Schlag zu. Das ist die kleine Ciri. Du bist nicht im Zirkus. Pirouette. Falsch. Beinarbeit. Genug. Runter. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, das leckt so ein bisschen. Könnte aber auch sein, dass ich gerade im Hintergrund ein Video render. Augenbinde ab. Ah, die kleine Ciri. Du hast noch was vor dir. Deine Reflexe sind immer noch langsam. Für einen Hexer vielleicht. Meinst du, dass Ertrunkene und Striegen Rücksicht darauf nehmen, dass du nicht mutiert bist? Wobei ich an deiner Stelle mehr Angst vor Wesemir hätte als vor jeder Striege. Ihm nicht zu gehorchen, ist unklug. Ja schon, aber das Buch war furchtbar langweilig. Ich weiß. Und du weißt, dass das keine Entschuldigung ist. Tut mir leid. Kommt nicht wieder vor. Eine Entschuldigung reicht nicht. Du wirst Gule und Algule komplett lesen, mit allen Anhängen. Bitte nicht! Lieber misst sich die Stelle aus. Ende der Diskussion. Na los, wir üben unten mit den anderen. Rennen wir über die Mauern? Nee. Diesmal nicht. Glaub mir, du solltest Wesemir nicht warten lassen. Ich glaube, das braucht das Tutorial jetzt nicht nochmal. Ihr habt das hier auch schon mal gespielt, muss ich sagen. Hast du was zu sagen, junge Dame? Entschuldigung. Es tut mir sehr leid, Onkel Wesemir. Junges Blut giert nach Abenteuern. Das verstehe ich. Aber wenn du gegen eine Bestie kämpfst, ist Wissen so wichtig wie dein Silberschwert. Du solltest zumindest wissen, wodurch Gule sich von Algulen unterscheiden. Durch Zeichnungen ähnlich des in Sirikanien heimischen Panthera Tigris sowie durch die kranke Blässe des Gesichts. Du hast das Kapitel also gelesen.
Du hättest trotzdem fragen müssen, ob... Aber du hast geschlafen, Onkel Wesemir. Also hast du es doch gelesen. Warum sagst du das nicht gleich? Kleine Siri. Stütz dich nie auf einen Vorteil, sobald er offenbar wird. Warte ab, bis du den maximalen Effekt erzielen kannst. Onkel Wesemirs Worte. Nun, du lernst schnell und bist schlau. Schlau, aber auch hinterlistig. Also, genug geredet. Geralt und ich, Lambert und Eskel, Ciri und die Attrappe. Schon wieder? Nörgel nicht. Nimm dir ein Schwert. Die Kleine. Ich finde die knuffig. Sollen wir erst die Grundlagen durchgehen oder gleich mit dem Freistil-Training anfangen? Ja, Freistil-Training. Wie gesagt, ich habe den Spaß. Legen wir mit dem Freistil-Training los, wozu nochmal die Grundlagen durchkauen. Sollte ich eigentlich nochmal hinkriegen. Es leckt so ein bisschen. Die Kleine. Oho, dem hast du es aber gegeben, Kleine. Ciri, komm jetzt runter. Der kleine Satansbraten. Sobald sie zurück ist, darf sie alle Schwerter in Kaer Morhen polieren. Hast du den Helm? Ciri? Und ich werde dafür sorgen, dass du kein Schwert vergisst. Jagd. Darauf habe ich gewartet. Und auf dich, Wasserwolf. Nein. Wir haben dich schon einmal besiegt. Das werden wir wieder schaffen. Ich spiele das Ganze übrigens nicht auf leicht, sondern auf dem drittschwersten Schwierigkeitsgrad. Ich glaube nur, es gibt von vier. Also der dritte von vier. Straße nach Wüstemar. Mai 1272. Alles klar? Mhm. Ein Albtraum. Was für einer? Das zu erklären würde ewig dauern. Bis zur Dämmerung ist es noch hin. Wir haben Zeit. Er begann im Gästezimmer in Kaer Morhen. Ich entspannte mich in der Wanne und neben mir war... Triss? Yennefer. Seltsam nicht. Sie war nie da. Mein Traum wirkte aber ganz echt. Hat sie wegen irgendwas herumgenörgelt? Wirklich lebensecht. Wir finden sie schon. Im Traum ging ich los und suchte Ciri. Wir übten. Das waren noch Zeiten. Kleine Teufelin. Ich habe Kinder ausgebildet, die schneller und stärker waren. Aber keins hatte ihren Charakter. Er ist nicht gut ausgegangen, oder? Dein Traum. Nein. Die wilde Jagd tauchte auf und griff Ciri an. Ich konnte mich nicht rühren, stand da wie angewurzelt. Das sieht so gut aus. Es war nur ein Traum. Es dämmert bald. Brechen wir auf. Es sieht so gut aus. Das ist Wahnsinn. Warte. Zeig mir den Brief von Yennefer. Vielleicht habe ich da einen Hinweis übersehen.
Du hast nichts übersehen. Wir sollten uns in Weidendorf treffen. Das hat sie geschrieben. Inzwischen hat die eine oder andere Armee das Dorf niedergebrannt. Uns bleibt nur, ihrer Spur zu folgen. Also... Hör kurz auf zu reden und gib mir den Brief. Was sagt man dazu? Er riecht wirklich nach Flieder und Stachelbeeren. Du wolltest ihn lesen, nicht beschnüffeln. Wir müssen uns sehen. Bald. Weidendorf bei Wysima. Keine weiteren Hinweise. Was ist das für ein PS? Ich hab das Einhorn noch. Das Einhorn! Das ist eine Privatsache. Eine Privatsache. Eine sehr private. Aha, verstehe. Glaube ich jedenfalls. Vielleicht nicht ganz. Und das wird wohl das Beste sein. Zurück zum Thema. Wie viel Vorsprung mag Yennefer haben? 2-3 Tage. Die Spur ist frisch. Oh, das sieht so gut aus. Die Hauptstraße, da wäre sie schwer auszumachen. Fokus. Warte, hörst du das? Ich höre und rieche es. Ghule. Komm schon! Na klar. Wenn Armeen durchziehen, folgen ihnen Nekrophage. Gehen wir, bevor noch mehr auftauchen. Okay, aber ich will noch schnell das Skullzeug hier einsammeln. Das war gerade. Der hat Kronen gehabt. Das war gerade besser, als ich dachte. Obwohl ich es auf schwer spiele. Nee, gut, aber ich möchte hier an der Stelle mal eine Pause machen. Knapp 20 Minuten sind um. Liebe Leute, ich freue mich, dass ich es wieder spielen kann. Ich wollte es eigentlich auf der PS4 nochmal neu anfangen und dann kam mir der PC dazwischen und Zeitproblem und. Allein wie das gerade aussieht, das Bild, es ist einfach nur unglaublich. Wie gesagt, ich werde es komplett nochmal spielen. Werde wahrscheinlich noch ein paar Mods draufpacken, zum Beispiel eine Tragemod, also dass ich mehr tragen kann. Und... also keine spielrelevanten, einfach nur sowas, weil das war ja das größte Problem im ersten Let's Play. Ich werde auch dann die DLCs nochmal spielen und. Ich habe jetzt auch die einzelnen DLCs schon hochgeladen, also beziehungsweise die es so kostenlos gab, die 16 Stück, die sind schon drauf. Wir werden die Rüstung suchen, wir werden alles entdecken, also es wird ein langes Let's Play werden. Ich habe einfach Bock drauf, ganz ehrlich, ich habe einfach Bock drauf. Wenn ihr aber auch Bock drauf habt, gebt mir einen Daumen nach oben. Ich hoffe, ihr seid dabei. Und ja, vielen Dank fürs Zuschauen. Sagt mir mal gebt mir mal kurz einen Kommentar wegen der Qualität. Wie gesagt, ich bin hier gerade dabei, mein ganzes System neu einzustellen, alles in 4K zu machen. Oder nicht alles in 4K, aber solche Sachen wie hier, wie The Witcher 3, möchte ich gerne in 4K aufnehmen und. Also, vielen Dank fürs Zuschauen und ja, ich hoffe, wir sehen uns. Bis dann, ciao.